Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Dusi im General. Zum Thema Lichtmanagement am Java. Wir sehen heute eine kleine Lektion über, wie kann ich Bücher hier in meiner Bibliothek agieren, ohne sie müssen hier das Formular alkeres neu antippen, sodass ich sie kann behalten. Ja, wir haben da ein paar Algorithmen schon gesehen. Wir müssen Daten antippen, für dass man die knapperischen Algorithmen, die Algorithmen testen kann. Haben wir mal etwas ganz Einfaches. Testweise nehmen, für das Testen, dass er nicht muss alles angehen. Der Prinzip ist, wie immer, ganz einfach. Mainframe, wenn du hast einen Platz, wo wir können, wo der Formular schon bereit ist, wo wir sagen können, ändern, wird das hier. Das ist Initialisierung, Update, alles gemerkt. Du direkt Bücher dabei setzen. Und dann halt direkt Bücher. Testing Purposes. Das ist, die muss man dann irgendwann wegschmeißen. Das ist nicht elegant, für sie dran zu setzen. Ne? Das nur für zu testen. Ja. Bei dem Prinzip ist einfach bei Ice Library, library.add, da kann ich etwas beifügen. Ja, und dann muss ich auch ein neues Buch machen. New Book. Ja, da haben wir verschiedene Informationen, Titel, Autor und Unzahl von der Seiten. Und dann etwas angehen, was noch Sinn gibt für die Algorithmen. Ja. Nicht einfach irgendetwas angehen. Ich muss ja nur die Algorithmen hier testen. Das ist in dem Fall heute zum Beispiel. Gehen wir mal als einfach ein Num, ein Sinn geht oder nicht. Und vom Autor. Jetzt haben wir hier einen ganz bekannten Shift. Arthur C. Clarke. Clarke an. Wie viele Seiten? 100 Seiten. Ein zweiten, ich kann es auch mal alles tippen, oder? Das sind nur ein bisschen wie. Okay, du musst so copy-paste, oder? Na ja, copy, die richtige Taste auch ein bisschen hier, paste. Und da muss ich just aufpassen, dass ich die Parameter ein bisschen ändern, dass man bloß ändern. Schön, dass wir den Autor behalten momentan. Aber für den heutigen Autor, also etwas ein bisschen mehr Bekanntes. Der ist mir bekannt. Andere Puren machen wir da ein paar Stück, weil die nächste Algorithmen muss man da ein bisschen mehr Sachen machen. Und dann machen wir hier zum Beispiel den Nennert, der ein bisschen mehr klein ist. Da wollen wir da einen Autor, den ist extra bekannt. Okay. Die finden dann allen ganz viele Sachen. Hier sind etwas. Das ist gut, die kennt ihr. Okay, du siehst ja noch gerne Big. Ja. Ja. Und dann, das soll man nachhören. Ja, wir machen hier ganz großen, 550 Seiten, Noten, egal wen. A.B. Author, zum Beispiel. Und dann der Book. The Big Bang. Und dann die Lasten nach hinten zu holen. Und dann sind wir fertig. Wir verweisen hier natürlich auf die Videos, die wir schon gemacht haben, über Adbook und so weiter. Genau, das ist das schon ein Algorithmus, den wir gemacht haben, den wir loslösen. Und die Origin of Species Name. Also, okay. Ah, da. Von wem? Charles Darwin. Also, der Kollege, der Charles. Darwin, super Buch. Voilà, den ist aber ganz groß gewischt. 340 Seiten. So. Aber wenn wir das schon ein bisschen gemacht haben, das geht nicht durch. Das Apps, den unbedingt muss man, weil sonst geht das durch schief, dass das tun. Ja. Ich muss ein Update-Typ machen. Das ist obligatorisch. Weil wenn man das nicht möchte, dann wissen wir nicht, geht nicht mehr geupdatet. Löscht das zwar durch, es geht aber nicht mehr geupdatet. Und da können wir dann testen. Wenn wir die starten, ja, da dauert es ein bisschen. Da haben wir direkt als Sachen halt dran. Und da können wir die Algorithmen, die wir schon gemerkt haben, direkt hier aufwenden. Zum Beispiel direkt in dickste Buch. Ja, der Vierteil ist, wenn es auf Remove müsst, dann müsstest du schon theoretisch ein neu antippen. Ja. Das können wir so ersporen, indem wir einfach das Projekt, also einfach das Ganze starten. Starten. Ja. Voilà. Und das wäre doch schon für das Klanglektion an Maison. Schmerz wird nur lauschen, bis nächstes Jahr.